Chinas Dominanz ist den USA ein Dorn im Auge. Die USA will nun noch kräftiger gegensteuern, um die Abhängigkeit in den Osten zu reduzieren und die Versorgung in die eigene Hand zu nehmen. Worum es hierbei genau geht und was noch eine kleine Firma aus Australien damit zu tun hat, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Über eine holprige Schotterstraße entlang eines kleinen, sich windenden Bachs in den Bergen im Südosten des US-Bundesstaats Wyoming führt der Weg zur künftigen Halley Creek-Mine des Bergbauunternehmens American Rare Earth. Ein paar Kakteen siedeln sich auf den schroffen Hügeln zwischen etwas Gebüsch und Geröll. So unspektakulär die Landschaft ist, umso spektakulärer ist die Ressource, die sich American Rare Earth hier zu 100% gesichert hat. Denn es handelt sich um eine bislang wohl der bedeutendsten Lagerstätten für seltene Erden in den USA und womöglich im gesamten nordamerikanischen Kontinent. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. China dominiert den weltweiten Markt und die globalen Lieferketten für seltene Erden. Und das ist den USA natürlich nicht recht. Mit dem Halley Creek Projekt könnte man die heimische Produktion in Zukunft drastisch hochfahren. Bereits Anfang dieses Jahres hat American Rare Earth vielversprechende Bohrergebnisse bekannt gegeben. Und Anfang Juni per Pressemitteilung nochmal kräftig nachgelegt. Den Angaben zufolge schlummern unter dem rund 3300 Hektar großen Gelände der zukünftigen Mine rund 4,75 Millionen Tonnen seltene Erden. Es handelt sich um eine außer- und ungewöhnliche Entdeckung, weil seltene Erden dort gleichmäßig verteilt und auch hochkonzentriert sind. Aber noch besser, die normalerweise störenden radioaktiven Elemente, welche ein großes Problem für die Umwelt im Rahmen der Verarbeitung von seltenen Erden darstellen würde, die sind in diesem Fall kaum vorhanden. Pluspunkt für American Rare Earth. Für die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt ist die Entdeckung der Lagerstätte von natürlich großer strategischer Bedeutung. Denn für eine funktionierende und auch moderne Wirtschaft, da, ganz ehrlich, sind seltene Erden nicht wegzudenken. Wo setzt man denn seltene Erden jetzt ein? Zum Beispiel in TVs, in Smartphones und auch in Laptops. Aber auch in medizinischen Geräten oder auch in Glasfaserkabeln, da wird es eingesetzt. Nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Die Hauptrolle spielen seltene Erden aktuell auch beim Thema erneuerbare Energien, ja, Thema Windturbinen, aber auch E-Fahrzeuge und viele weitere Einsätze. Zudem, und das ist ja zugegebenermaßen kein Alltag, finden seltene Erden auch in Kampfflugzeugen, Waffensystemen oder Satelliten oder auch in Kommunikationssystemen ihre Anwendung, also im militärischen Bereich. Man kann sagen, aufgrund der chemischen Eigenschaften und der Unverzichtbarkeit bei den genannten Hightech-Produkten hat sich die weltweite Nachfrage nach seltenen Erden in den vergangenen Jahren verzwanzigfacht. Und die Tendenz ist dabei weiter steigend. Und laut einer im Mai 2023 veröffentlichten Studie wird sich die Nachfrage bis zum Jahr 2040 nochmals von derzeit rund 11 Milliarden Dollar auf knapp 60 Milliarden Dollar verfünffachen. Und dieser Anstieg wird demnach von einem zweistelligen Wachstum bei E-Fahrzeugen sowie den Windenergiesektor befeuert, was zu einer erheblichen Unterversorgung des Bedarfs an seltenen Erden führen wird. So heißt es. Gerade in den USA als führende Wirtschaftsmacht beobachtet man diese Entwicklung dementsprechend sehr aufmerksam. Denn nach wie vor werden der weltweite Markt und die globalen Lieferketten für seltenen Erden von bis zu 85% von China beherrscht. Wodurch die große wirtschaftliche Abhängigkeit dann natürlich für viele entsteht. Gerade in den USA als führende Wirtschaftsmacht beobachtet man diese Entwicklung sehr aufmerksam. Denn nach wie vor werden der weltweite Markt und die globalen Lieferketten für seltene Erden zu 85% von China beherrscht. Wodurch große wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen. Und 85%, das ist schon einiges. Die USA, die möchte deshalb handeln und die heimische Produktion und Verarbeitung von seltenen Erden jetzt hochfahren. Der Kommentar des CEOs von American Rare Earth ist dazu: Wir sind noch am Anfang, aber eine Sache ist sicher. Wir haben eine bedeutende Lagerstätte im Herzen der USA, der größten Wirtschaft der Welt, die danach strebt, die Ressourcen im eigenen Land zu finden, um die eigene Nachfrage zu befriedigen. Das sagte Chris Gibbs. Die USA hat ebenfalls beschlossen, bis 2025 für den eigenen Nutzen notwendigen seltenen Erden aufgrund nationaler Sicherheit im eigenen Land zu produzieren. Wir dürfen jetzt also gespannt sein, wie sich die Dinge für American Rare Earth entwickeln. Denn auch wenn derzeit natürlich viel für die Firma und das Halley Creek Projekt spricht, ist das Projekt, wie gesagt, noch am Anfang. Dennoch, solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder euch mehr dazu informieren wollen, dann schaut gerne auf axinocapital.de vorbei. Beachtet bitte auf jeden Fall unseren Disclaimer und auch die Interessenskonflikte nach dem MiFID-Regularien, welche wir gerne im Disclaimer, der gleich folgt, offenlegen. Auch dient dieses Video natürlich ausschließlich der Information und stellt keine Anlageempfehlung dar.
Trotzdem, abschließend sei gesagt, seltene Erden, die sind verdammt wichtig. Es gibt viele Leute, die sprechen davon, dass man sich ja Alternativen einfallen lassen könnte, aber von diesen Alternativen sind wir derzeit doch noch ein Stück entfernt. Und wenn wir mehr E-Autos haben wollen, wenn wir mehr erneuerbare Energien haben wollen, aber natürlich auch, wenn wir generell den Hightech-Sektor ausbauen wollen, dann sind seltene Erden unabdinglich für unsere Zukunft. Wenn ihr Fragen habt, lasst es uns gerne wissen und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder.